In diesem Video möchte ich Telekom Speed Home Wifi für flächendeckendes WLAN in Ihrem Zuhause vorstellen. Um dem Problem der schlechten WLAN-Versorgung zu begegnen, bietet die Telekom das Speed Home Wifi an. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen klassischen WLAN-Repeater, sondern ein Gerät mit Mesh-Funktion, wo also mehrere Geräte ineinander greifen, um so flächendeckendes, übergangsfreies WLAN in Ihrem Hause zu ermöglichen. Ein Mesh-Netzwerk bei der Telekom kann aus bis zu 6 Komponenten bestehen, wobei eine dieser Komponenten immer die Mesh-Basis ist und bis zu 5 Komponenten sind dann die Mesh-Repeater. Der Speed Home Wifi unterstützt Gigabit WLAN. Er hat WLAN N integriert mit 2,4 GHz mit 2 Antennen, also MIMO 2x2 und zusätzlich WLAN AC mit 5 GHz und 4 Antennen, also MIMO 4x4. Das heißt also, eine Bruttodatenrate von bis zu 1733 Mbit pro Sekunde ist möglich. Und auf der Rückseite hat das Gerät ja noch 2 Netzwerkschnittstellen, welches ebenfalls Gigabit-Netzwerkschnittstellen sind, also eben auch Highspeed-Internet ermöglichen. Das Speed Home Wifi ist ja Ende 2018 erschienen und alle Telekom-WLAN-Router, die im gleichen Zeitraum oder danach erschienen sind, wie hier das Telekom Speedport Pro oder das Speedport Smart 3 mit einer aktuellen Firmware, haben die Mesh-Funktion bereits integriert. Das heißt, diese können als Mesh-Basis fungieren und ich kann dann bis zu 5 dieser Mesh-Repeater in meinem Netzwerk ergänzen. Wenn Sie einen alten Telekom Speedport Router, wie zum Beispiel das Hybrid oder das Speedport Smart 1 oder 2 nutzen, die zum Zeitpunkt jetzt, also August 2019, nicht Mesh-fähig sind, dann ist es ebenfalls möglich, eine Mesh-Funktion in Ihrem Zuhause zu integrieren. Das gilt natürlich auch, wenn Sie einen Fremdanbieter eines WLAN-Routers nutzen. In dem Fall würde einfach die WLAN-Funktion Ihres Routers deaktiviert und Sie würden ein Speed Home Wifi am Netzwerkport Ihres Routers anschließen und dieser wäre dann die Basis für Ihr Mesh-Netzwerk, also letztlich der WLAN-Access Point. Zum Lieferumfang gehört das Speed Home Wifi, eine Bedienungsanleitung, ein Netzteil für die Stromversorgung. Der Stromverbrauch liegt etwa bei 7 Watt im Durchschnitt und maximal 10 Watt und ein 1,5 Meter langes ultraflaches Netzwerkkabel. Das hat letztlich zwei Funktionen. Zum einen können Sie natürlich damit das Speed Home Wifi an Ihrem Router anschließen, wenn das dann letztlich die Basis sein soll, wenn Sie einen alten Router verwenden. Oder Sie können natürlich den Speed Home Wifi in Ihr WLAN integrieren und dann mit dem Netzwerkkabel einen Computer am Speed Home Wifi anschließen oder auch Ihren Telekom Media Receiver für Magenta TV. So, hier nochmal die Rückseite des Speed Home Wifi. Ich habe hier unten die Buchse für die Stromversorgung, daneben nochmal einen Ein- und Ausschalter, dann 2 Netzwerkschnittstellen. Da können Sie entweder das Speed Home Wifi mit Ihrem Router verbinden oder mit einem anderen Speed Home Wifi per Netzwerkkabel. Sie können aber, wenn das Gerät per WLAN eingerichtet ist, dort auch andere Netzwerkgeräte wie Ihren Computer anschließen, wenn der kann WLAN unterstützt oder den Media Receiver. Dann ein Reset-Button, um das Gerät zurückzusetzen. Hier oben habe ich nochmal den WPS-Button zur schnellen kabellosen Verbindung mit Ihrem Router, ohne dass Sie auch irgendwelche Kennwörter eingeben müssen. Und hier die Möglichkeit der Wandmontage, wenn Sie es nicht hinstellen wollen, das Gerät. In dem Fall wird dann der Standfuß einfach entfernt und hier oben eingeschoben, so dass Sie gleich noch einen Abstandshalter haben zur optimalen Belüftung des Gerätes. An der Vorderseite des Speed Home Wifi gibt es noch 4 LEDs. Wenn diese alle 4 grün leuchten, dann ist soweit alles richtig eingerichtet als Mesh Repeater. Wenn die letzte Lampe aus ist, aber alle anderen grün sind, dann ist dieser Speed Home Wifi als Mesh Basis eingerichtet, also zum Beispiel an einem alten Telekom Router. Sollte die Mesh-Leuchte gelb sein, dann ist zwar die WLAN-Repeater-Funktion aktiv, aber kein Mesh-Netzwerk. Das heißt, dann müssen Sie nochmal ins Menü schauen, was dann möglicherweise falsch eingerichtet ist. Dann haben Sie halt keine Mesh-Basis in Ihrem Netzwerk bisher. Die Signalleuchte sollte ebenfalls grün sein. Wenn diese gelb ist, heißt das, das Speed Home Wifi hat keinen optimalen WLAN-Empfang und letztlich nur das, was es empfängt, kann es ja weitergeben. Also in dem Fall müsste das Speed Home Wifi in den Empfangsbereich des Routers etwas näher gebracht werden oder auch einem anderen Speed Home Wifi. Oder Sie verbinden das Gerät mit einem Netzwerkkabel mit dem Router, um so die volle Bandbreite zur Verfügung zu haben. Und das gleiche gilt auch für die Statusleuchte. Wenn die nicht grün leuchtet, dann ist mit dem Gerät irgendwas nicht in Ordnung. Dann schauen Sie ins Menü rein und schauen, wo das Problem liegen könnte.
Nach einer gewissen Zeit geht das Speedhome Wi-Fi in einen Art Standby-Modus, dann leuchtet nur die Status-LED grün, die anderen LEDs gehen dann aus, das hat also auch seine Ordnung. In dem Fall kann man den WPS-Button an der Rückseite kurz drücken, damit alle anderen Status-LEDs wieder angehen und Sie den Status prüfen können. So, die Einrichtung ist auch kinderleicht. Ich habe das Netz ja schon mal in die Steckdose gesteckt, stecke das jetzt hier hinten in den Speedhome Wi-Fi ein und dann warte ich einen Moment, bis das Gerät startet und muss letztlich so lange warten, bis die Status-LED dauerhaft leuchtet und die Signal-LED blinkt. So, dieser Status ist jetzt erreicht mit der Statusleuchte ein Signal und ich drücke jetzt an meinem Router, der meshfähig ist, den WPS-Button oder Gerät hinzufügen, hier ein Plus, und drücke an der Rückseite des Speedhome Wi-Fi ebenfalls den WPS-Button. Und jetzt verbinden sich die beiden Geräte. Man sieht hier vorne jetzt die Mesh- und Repeater-Funktionen. Die blinken jetzt. Signalstärke ist natürlich grün, optimal, weil ich die Geräte jetzt hier nebeneinander stehen habe. Ansonsten würden Sie ja den Speedhome Wi-Fi zum Beispiel in einen anderen Raum stellen. Da müssen Sie ja gucken, dass die Signalstärke ausreichend ist. So, jetzt sind alle LEDs grün. Das heißt, dieser Speedhome Wi-Fi ist final eingerichtet, meshfähig und als Repeater nutzbar. Wenn kurz danach, wie bei mir, alle LEDs jetzt grün blinken, dann hat er jetzt eine Internetverbindung und macht jetzt zum Beispiel ein Firmware-Update. Das heißt, das Gerät wird auch gleich nochmal neu starten. Also in diesem Moment jetzt auch nicht vom Strom trennen, sondern einfach mal das Firmware-Update abwarten und dann können Sie auch die Positionen nochmal verändern. Neben der kabellosen Einrichtung per WLAN ist es auch möglich, das Speedhome Wi-Fi per Netzwerkkabel zum Beispiel in einem entfernten Raum zu installieren, zum Beispiel im Arbeitszimmer, um dort die WLAN-Versorgung zu verbessern. In dem Fall muss zuerst das Gerät einmal in der Nähe der Basis oder eines anderen Mesh-Gerätes eingerichtet werden und danach kann es entsprechend per Netzwerkkabel verbunden werden. Das heißt, von den Schritten her, ich habe jetzt hier den zweiten in Betrieb genommen, ebenfalls Statusleuchte grün, Signalleuchte blinkt. Ich drücke jetzt einmal die WPS- oder Plus-Taste am Router oder an einem anderen Mesh-Netzwerk die WPS-Taste und anschließend die WPS-Taste auf der Rückseite des Gerätes. Jetzt blinken Mesh und Repeater. Das heißt, die Einrichtung hat jetzt begonnen und sobald dann alle Lampen dauerhaft grün leuchten, gegebenenfalls auch nochmal eine Firmware-Update abgewartet wurde, kann das Gerät dann umgebaut werden, per Netzwerkkabel angeschlossen werden. Den Status kann man übrigens auch prüfen, wenn man zum Beispiel auf das speedport.ip geht, in dem Fall bei meinem Speedport Pro sehe ich jetzt hier zweimal das Speedhome Wi-Fi verbunden, auch mit welcher Geschwindigkeit, dass aktuell 0 Nutzer angemeldet sind. Oder sehe ich zum Beispiel beim Speedport Pro, dass 2 Benutzer sind, hier mein iPad und noch ein Laptop. Und wenn dann halt das Speedhome Wi-Fi Netzwerk aufgebaut ist, das Mesh-Netzwerk in Ihrem Zuhause, können Sie auch sehen, welche Endgeräte sich gerade an welchem Knotenpunkt angemeldet haben. So, das Speedhome Wi-Fi war nun fertig eingerichtet. Ich habe es jetzt hier exemplarisch in einen anderen Raum umgebaut mit einem langen Netzwerkkabel mit dem Router verbunden und schließe jetzt den Strom erneut an. Und jetzt startet der Speedhome Wi-Fi erneut und stellt dann das WLAN-Signal bereit. So, nach dem Neustart des Gerätes, wenn alles korrekt eingerichtet ist, dann leuchten hier alle LED grün, das heißt die Mesh-Funktion ist aktiv und das Gerät ist als Repeater aktiv. In der Übersicht meines Speedport Pro sieht man das auch ganz schön. Der eine Repeater im Hintergrund, der ist weiterhin per WLAN verbunden, also gestrichelte Linie. Und der zweite Speedhome Wi-Fi ist hier mit einer durchgestrichenen Magenta-Linie verbunden, nämlich per Netzwerkkabel, genauso wie ich das haben wollte. So, und hier nochmal ein Beispiel, wie könnte das Ganze also aussehen, wenn Sie zum Beispiel ein Einfamilienhaus haben, könnte hier im Wohnzimmer der WLAN-Router der Telekom stehen, der hat dann auch gleichzeitig das Gäste-WLAN und das WLAN-to-go aktiv für Ihre Gäste. Dann könnte hier zum Beispiel im Schlafzimmer per WLAN verbunden ein Speedhome Wi-Fi stehen. Hier hinten zum Beispiel im Arbeitszimmer könnte ein Speedhome Wi-Fi per Netzwerkkabel angeschlossen werden oder der könnte sich auch das Signal natürlich von hier drüben holen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, diese Speedhome Wi-Fi zu vernetzen. Wie gesagt, eine Basis und bis zu 5 Repeater sind im Mesh-Netzwerk der Telekom möglich. Und das Ganze kann man auf der Webseite auch, bei der Telekom gibt es da eine Hilfefunktion, wo man auch skizzieren kann und ein paar Tipps bekommen, wie viele Repeater man letztlich benötigt oder empfohlen werden. Oder Sie testen es einfach aus, bestellen erstmal einen dieser Mesh-Repeater oder wenn Sie halt einen alten Router haben, dann brauchen Sie ja 2, um einen als Basis zu haben.
und können das jederzeit auch erweitern, wenn Sie merken, mit dem einen ist noch nicht das ganze Haus abgedeckt, dann kaufen Sie eben einfach im zweiten Schritt noch einen nach. Ansonsten, wenn Sie sich als Neukunde, Bestandskunde für die aktuellen Telekom-Tarife und Optionen interessieren, auf unserer Webseite finden Sie mehr Informationen und auch unsere Hotline informiert Sie gern und prüft, welche Internetbandbreite an Ihrem Standort verfügbar ist und welche Produkte Sie bekommen können. Vielleicht macht ja ein Tarifwechsel Sinn oder auch ein Wechsel von einem anderen Anbieter, damit Sie das Telekom-Mesh-Netzwerk mit den aktuellen Routern nutzen können.